Zwar sah sich Renoir in erster Linie als Figurenmaler, allerdings stellt die Landschaft seit Beginn seiner Tätigkeit ein wichtiges Element in seinem Schaffen dar. Auf dem vorliegenden Bild, in dem er beides miteinander verband, sehen wir Madeleine Bruneau, die im Lauf seiner letzten Jahre zu einem seiner wichtigsten Modelle avancierte. Die Rückseite gibt einen spannenden und interessanten Einblick in die Biografie des Bildes. Sein Sohn Jean Renoir erbte das Bild, was wir anhand von L2 sehen können. Zwischen 1922 und 1927 handelte die Pariser Galerie Barbazat damit, was uns die rote Nummer zeigt. Dann kam das Bild in die weltbekannte Sammlung von Paul Guillaume, der sogar von Amadeo Modigliani porträtiert wurde. Im Anschluss hatte es die berühmte Pariser Galerie Barenheim Schön in ihren Händen, was wir an PH sehen können, bevor es in einer Privatsammlung verschwand.